Hallo erstmal, also unser Projekt ist die intelligente Mülltonne. Ich bin Kolja. Ich bin Julian. Ich bin Tigran. Und ich bin Paul. Und da fangen wir gleich mal an, was das denn machen kann, unser Projekt. Und unser Projekt wirkt dazu, dass halt keine überfüllten Mülltonnen mehr in der Stadt sind und dass die Müllabfuhr dann selbst gleich schauen kann, okay, da ist eine, die voll ist, die muss mal wieder geleert werden. Und es ist halt gar nicht so schwierig, das alles zu bauen und so. Und damit kann man aber trotzdem was Witziges bewirken. Und wir haben uns so gedacht, dass es vielleicht in so 15 bis 20 Jahren ganz normal ist, so wie irgendwie ein Elektrofahrrad oder so. Und dass es dann gar nicht mehr so wie, also dass es dann ganz normal ist für die Leute, so eine intelligente Mülltonne bei sich zu haben. Ja, ich würde jetzt weitermachen mit dem Schaltplan unseres. Also gebaut ist es mit Hilfe eines Arduino Unos, zwei LEDs und einen Sensor, einen Infrarotsensor, der die Entfernung messen kann. Ja. Und unser Code besteht aus 25 Zeilen, also ist nicht wirklich viel. Mal gucken, hier hinten, links sieht man den Code und rechts unseren Schaltplan. Ja, eigentlich funktioniert sie ganz einfach. Ja, man steckt da eben Müll rein und je nachdem, ob sie voll ist oder leer, zeigen hier so zwei LEDs an, eben voll oder leer. Ja, das heißt jetzt, hier ist ein Kissen drin, was den Müll simulieren soll und das würde dann voll anzeigen, also die rote LED. Das ist der Vorführeffekt. Ja, zu bedienen ist es eigentlich auch ganz einfach. Man muss nur Müll reinstopfen und die Batterie eben immer wechseln. Jetzt hier, der Infrarotsensor merkt, dass der Müll eben sehr hoch jetzt, sag ich jetzt mal, steht. Das heißt, die Mülltonne ist voll und dann müsste eigentlich die rote LED angehen. Und das heißt eben, man müsste den entleeren und nichts mehr reinschmeißen. Wenn da eben kein Müll drin ist oder eben etwas weniger, steht er eben leer. Ja. Ja, und dann würde ich noch was zu unserem Logo sagen. Das hat Kolja entworfen. Und das ist auch ganz einfach. K steht für Kolja, P steht für Paul, Tigran. T steht für Tigran und J steht für Julian. Und ja, da ist eben auch Müll zu sehen, wegen Mülltonne. Und ja, dieses Männchen, keine Ahnung. Super. Die Marketingstrategie gleich mitentwickelt. Ich wollte jetzt noch was erstens zu den Projekten, die wir in der Zukunft planen, sagen. Wir wollten noch machen, dass das Teil mit über WLAN oder sowas mit der Website oder so verbunden ist und dann immer, dann ist da eine Karte und alle Mülltonnen sind blau, wenn sie nicht voll sind und oder grün und rot, wenn sie halt voll sind auf dieser Karte und dann plant das gleich noch eine Route für die Müllabfuhr, dass die, also so eine ganz schnelle Route, damit die halt nicht so viel Arbeit haben und dann können die da gleich rumfahren. Und wir haben noch eine Website, da ist noch ein QR-Code, da ist noch die Website mit dem Code und ja, solchen Sachen. Und dann wollen wir vielleicht sogar noch eine Website machen, wo wir zum Beispiel
noch so, nein, die Sachen so machen, die, die man dazu braucht, so Links zum Beispiel zu den, zu Arduino Uno und dann noch, ja, eine Mülltonne verkaufen oder sowas, sodass man dann dort gleich noch eine Website hat, wo man sich dann das ganze Zeug dazu kaufen kann und sich das dann zusammenbauen kann. Ja, vielen Dank. Ich glaube, die Zeit ist um, die ihr habt. Ja, genau. Danke für eure Aufmerksamkeit.